Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich bin hier am wallonischen Parlament. Hier sollte heute eine Sitzung stattfinden. Es gab auch eine Protestaktion. Und ich bin auch hier, um die Sympathie der CETA-Gegnerinnen und Gegner aus Deutschland zu überbringen. Es sieht jetzt so aus, dass es heute keine Einigung gibt. Das Parlament tagt auch heute nicht. Und damit hat auch der wallonische Ministerpräsident Magnette keine Legitimation, irgendetwas zu unterzeichnen. Wir wissen ja, dass die EU das Ultimatum gestellt hat. Bis heute Abend soll eine Unterzeichnung stattfinden. Das wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Damit wird voraussichtlich auch der EU-Kanada-Gipfel abgesagt. Also auf jeden Fall ein Erfolg für die CETA-Kritikerinnen. Ich will vielleicht noch ein Argument sagen zur Frage der Demokratie. Es wird ja immer gesagt, 3,5 Millionen Wallonen können doch nicht blockieren, was 500 Millionen Europäer wollen. Dazu muss man sagen, dass in sehr vielen europäischen Staaten, auch in Deutschland, eine Mehrheit gegen diesen Konzernermächtigungsvertrag ist und es nur die Regierungen sind, die hier undemokratisch handeln. Und ich finde es auch undemokratisch, wie jetzt die Wallonie unter Druck gesetzt wird. Also bleibt stark, Wallonie, stay strong, tiens bon, Wallonie und weiter so.